Spektakulärer Schiffsunfall heute früh auf der Mosel. Ein Schubverband hat die Brücke bei Longich gerammt, dabei wurde das Steuerhaus abgerissen. Vermutlich hatte der Kapitän die Höhe seines Schiffes falsch eingeschätzt, verletzt wurde zum Glück niemand. Um den havarierten Schubverband genauer zu untersuchen, musste er in den Hafen Trier gebracht werden. Die Mosel wurde deshalb gut 2 Stunden für die Schifffahrt gesperrt. Auch die Brücke bleibt so lange für die Autos unbefahrbar, bis der Landesbetrieb Mobilität geklärt hat, wie schwer die Schäden wirklich sind. Auf den ersten Blick hinterließ der mit 4000 Tonnen Kohle beladene Schubverband aber offenbar nur Kratzer am Mauerwerk.